Hallo meine lieben Zuschauer, heute möchte ich mal wieder etwas kochen, was leicht in der Zubereitung ist und mehr als satt macht. Dabei handelt es sich um eine Möhren-Zucchini-Cremesuppe mit Schinken-Eierauflauf, getoastetem Brot und Feldsalat. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür einmal 4 bis 5 Möhren, 3 bis 4 Zucchini, 2 Zwiebeln, 100 Milligramm Creme fraiche, 100 Gramm Schmelzkäse, eine Packung Kochschinken, eine Packung Schinkenwürfel, klare Brühe als Pulver oder fertig, dann 600 Milliliter, Sonnenblumen- oder Kürbiskernbrot, Öl, ein Messbecher und 10 Eier. Nun, dann starten wir mal. Zuallererst die Zucchini und die Möhren schälen, dann noch klein schneiden und ab in den Topf. Fangen wir damit erstmal an. So, der Koch braucht natürlich auch beim Kochen ein bisschen Flüssigkeit. Meistens beim Kochen mache ich das so, dass ich, während ich koche, alkoholfreies Bier trinke, einfach so ein bisschen einen Geschmack zu haben, ein Bier beim Kochen. Und wenn ich dann später esse, dann meistenteils dann mit Alkohol, naja, okay, um den Abschluss so ein bisschen des Tages zu genießen. Und ja, also müsst ihr auch selber wissen. Aber ich denke mal, wenn meine junge Generation zuguckt, dann reicht der Cola mit der Fanta, dann braucht ihr noch kein Bier trinken. Das kommt erst ganz später. Den Topf haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Öl haben wir drin. Das heißt jetzt Zucchini und Möhren rein in den Topf. Schön anbraten, ganz grob. Und zum Schluss geben wir dann die Gemüsebrühe noch mit hinzu. Die müssen wir jetzt schon mal vorbereiten. Das heißt, wir haben hier einen Messbecher. Ich würde sagen, halben Liter Wasser. So, während jetzt das Gemüse jetzt schon ein bisschen am Anbraten ist, werden wir jetzt auf jeden Fall die Gemüsebrühe noch vorbereiten. Bei der Gemüsebrühe habe ich 700 Milliliter Wasser genommen und dann nehme ich die klare Brühe von Maggi und gebe die mit dazu und bereite mir meine eigene Brühe vor. Und bei der Brühe ist es natürlich, je nachdem wie euer Geschmack ist, wenn es ein bisschen herzhafter sein soll, dann ein bisschen mehr oder eben halt ein bisschen leichter. Ganz wichtig ist auch zum Schluss gerne noch mal ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Deswegen sollte man bei der Gemüsebrühe jetzt nicht so übertreiben. Ja? Ansonsten beim Gemüse schön noch mal ein bisschen umrühren, dass alles so ein bisschen angeht und den Geschmack noch mitnimmt. Die Brühe habe ich jetzt schon mal fertig. Wir gucken jetzt mal noch ein bisschen nach dem Gemüse, was wir hier anbraten wollen. Wie gesagt, wichtig, richtig schön anbraten. Das kann ruhig ein bisschen dunkler werden oder ich sage jetzt mal auch richtig schön dunkelbraun, weil es soll ja wie gesagt Geschmack dabei sein. Es soll ja auf jeden Fall eine Vielfalt an Geschmack mit dazu kommen. Und wichtig ist es dabei wirklich, das richtig schön anzubraten, damit wirklich so auch so der Bratensaft noch richtig mit herauskommt. Und ich muss dazu sagen, ich kriege jetzt schon Appetit, also richtig lecker. Perfekt. Nachdem jetzt alles am Kochen ist, müssen wir jetzt schon mal die Creme fraiche vorbereiten. Die brauchen wir gleich für den Abschluss. Und den Käse, der sich da noch auflösen muss. Ganz wichtig. Dazu nehmen wir den schon mal aus der Verpackung, schneiden den klein, weil je kleiner der Käse ist, desto schneller löst er sich letztendlich dann in der Soße auf. Wie gesagt, ihr könnt alles Mögliche nehmen. Ich habe jetzt Blauschimmel genommen, weil der hat nochmal einen eigenen Geschmack.
Ansonsten, ihr könnt Schmelzkäse nehmen, jede Form von Käse, die irgendwie in einer Art sich auflöst oder eben halt cremig ist. Das könnt ihr entscheiden. Ich muss dazu sagen, Blauschimmel ist eine ganz gute Alternative geschmacklich. Sowieso. Ja. Wie gesagt, einfach ein bisschen aufschneiden. Dann löst er sich dann auch schneller auf. Das Ganze könnt ihr ungefähr so 10 Minuten köcheln lassen. Also länger, denke ich mal, braucht man nicht. Und nach den 10 Minuten dann erstmal noch die Zwiebeln rein, die Zwiebeln noch ein bisschen köcheln lassen, nochmal so 2-3 Minuten. Dann zum Schluss den Schmelzkäse reingeben, den Blau mit Schaum, Blauschimmel und zum Schluss das Ganze dann mit der Creme frisch ablöschen. Und wenn wir soweit dann erstmal fertig sind, kommen wir nochmal in dem Video wieder zurück. Und dann bereiten wir dann die Eierspeise vor und den Rest. Und dann sind wir schon fast durch. Kommen wir jetzt zum nächsten Durchgang. Als erstes müssen wir Eier klein schlagen, damit wir die als Rührei zusammenkriegen. Ich nehme jetzt in dem Fall jetzt ungefähr 6 Eier, damit ich in etwa die Menge hinbekomme, die ich brauche für die kleinen Schälchen. So, 3. Wir machen 8 Eier. Sehr schön. Zack, haben wir schon. Nebenbei ab und an nochmal die Soße umrühren. Das sieht schon echt lecker aus. Super. Wir nehmen die schon mal von der Feuerstelle runter. Oder von der Feuerstelle hat mir gefallen, von der Herdplatte. Wir nehmen die schon mal von der Herdplatte runter. Probier die schon mal. Super. Sehr lecker. Dann noch mal umrühren. So, damit haben wir schon mal das Ei fertig. Perfekt. So, kommen wir jetzt zu den Schälchen. Die Schälchen bereiten wir jetzt auch vor. Und bei den Schälchen haben wir einmal die Möglichkeit, ich mache das einmal mit Schinkenwürfeln, also jeweils eine Schale. Und das andere mache ich dann gedeckt mit ganz normaler Wurst. So. Ein Schälchen machen wir jetzt zum Beispiel mit Schinkenwürfeln. Und damit das gleichmäßig sich so ein bisschen in der Schale verteilt mit dem Ei, machen wir jetzt eins. Wir füllen als erstes erstmal das Schälchen. Ei rein. So. Mit dem anderen auch. Und machen jetzt die Schinkenwürfel dazu. So. Und da braucht ihr auch gar nicht so sparsam sein. Könnt ihr euch richtig schön voll machen. Am besten bis nach oben hin. Und wie gesagt, schön voll machen. Zum Schluss noch ein bisschen umrühren und verteilen. Gut. Zack. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, die ersten Schalen haben wir schon mal fertig. Und geht es jetzt an Sache Nummer 2. Dazu nehmen wir jetzt einfach ganz normal den Schinken. Hi Schatz! Hi! Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Da denkt man mal, man kann hier Ruhe im Kochvideo machen. Und was ist? Nein! Ja. Dazu nehmen wir jetzt hier schön den Schinken raus. Lecker, lecker. Und den machen wir jetzt hier ein bisschen in kleine handliche Stücke, damit wir die hier in die Schale reinbekommen. So, das heißt, wir drücken einmal ein Schälchen hier rein. So, jetzt haben wir den ungefähren Abdruck, wie man sieht. Zack, zack. Und jetzt machen wir einfach eins. Wir nehmen ein Schälchen. So, legen eine Lage von dem Schinken rein.
Gut. Und diesen einfach ein bisschen Ei dazu. Lecker. So, und dann nehmen wir jetzt das, was hier ein bisschen überschüssig ist. Und machen das hier oben drauf. So. Und hier noch ein bisschen an der Seite. Dann wieder ein Stückchen aufgießen. Aber nur ein bisschen. So. Und dann wieder abdecken. Okay, das gleiche machen wir mit dem zweiten Schälchen, damit wir natürlich ungefähr das gleichmäßig haben. Weil wir wollen ja nicht, dass hier jemand benachteiligt wird. So, da wieder aufgießen, ein Stück. Ja, das sieht dann so aus. Und guckst du zu, Schatz? Ich krieg schon Hunger, oder? Nee, hier stinkt's. Hier stinkt's. Wonach? Verqualmt, verkokelt. Ja, da oben ist alles normal, Schatz. Nee, ist da oben runtergetropft? Kann ich mir so jetzt nicht wenn vorstellen. Wenn ich sage verqualmt, verkokelt, meine ich, dass irgendwas verbrannt riecht. Ja, ich weiß nicht. Dann brennt die Wohnstube bestimmt. Die Wohnstube brennt. Pass mal auf, dann gleich nichts anderes brennt. Meine Frau hat Brot hier schon wieder. Noch schlimmer. So, und jetzt wollen wir das hier schön weiter auf. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Essen für jemanden, der eine Diät macht. Aber Papa. Das war jetzt keine Anspielung, Schatz. Ich wollte nur noch darauf hinweisen. Aber das ist eben halt einfach mal was außer der Reihe. Sagen wir mal, einfach mal so aus dem Bauch heraus, einfach mal. Wie gesagt, nicht irgendwie so Stino, sondern einfach mal ja, was Deftiges, einfach was Leckeres. Nicht drei Sterne, aber wie gesagt, einfach mal so aus dem Gefühl heraus mal was Schönes gemacht. Ja? Und das kann man sich schon mal gönnen, außer der Reihe, finde ich zumindest persönlich. Und wie gesagt, machen wir gleich fertig. Jetzt noch hier ein bisschen Ei auf. Und wie gesagt, ein so ein Abdeckplättchen immer aufheben, das kommt ganz zum Schluss auf. Das soll dann so ein bisschen wirklich den grünen Abschluss machen. Zack. Haben wir jetzt. Sieht das schön aus. Hier gleich nochmal eins auf. Zack. So. Und jetzt füllen wir den Rest mit dem restlichen Ei auf. Und zwar bei beiden. Schön dafür sorgen, dass es schön abdeckt. Genauso. Was ich aber gesehen habe, ich habe zu viel Pfeffer dran. Das heißt, es wird jetzt extrem scharf werden. Ich hoffe, dass meine Frau mir das verzeiht. So, den Ofen drehen wir zurück dann auf 60, 70, auf 180 Grad. Und dann machen wir jetzt die Plättchen rein für knapp 10 Minuten. Ja, damit wäre das jetzt eigentlich fertig. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, wenn wir das dann decken, das seht ihr gleich.